Leg ihn das mal an einmal, ja? So, was für einen Obstkuchen möchten Sie haben, Herr Schulte? Der da rechts bin ich, Martin. Für 7 Tage will ich als Pfleger arbeiten. Einmal den Mund aufmachen, bitte. Wollen Sie gerne? Rio, wenn Sie den Mund nicht öffnet, was... Das ist bei ihr einfach mehrmals versuchen. Ja. Dann irgendwann macht sie vielleicht auf. Meine erste Aufgabe, Frau Schönfelder beim Essen helfen. Ja. Es gibt Kuchen, püriert. Möchten Sie noch ein bisschen? Frau Schönfelder hat vielleicht heute Abend schon wieder vergessen, wer ich bin. Sie hat Demenz. Wollen Sie noch ein bisschen? Das ist sehr lecker. Einmal den Mund aufmachen. Olaf, hast du noch ein paar Tipps für mich? Ich bin so ein bisschen unbeholfen, ehrlich gesagt. Wieso? Du hast doch alles, was du brauchst. Genau, ja. Ich Die volle Aufmerksamkeit ist dir sicher. Aber sie öffnet den Mund leider nicht. Das ist ein anderes. Das ist normal. Sie macht nicht immer den Mund auf. Ja. Möchten Sie noch ein bisschen? Aber ich kann jetzt ja mit dem Löffel nicht direkt an Ihren Mund rangehen, weil dann ist... Kann man so an den Lippen, so ein bisschen, okay. So ungefähr. Ach so, da ich hat verstehe. Sie ein Gefühl, aha, kommt was. Ich verstehe. Trotzdem klappt das nicht immer. Ja? Einmal den Mund aufmachen, für mich. Ja? Ja? Nee? Noch ein bisschen? Ja? 116 Senioren wohnen im St. Markus in Hamburg. Ein Zimmer in diesem Pflegeheim ist auch mit einer kleinen Rente bezahlbar. Guten Appetit, Frau Günther. Darf ich mal? Ja, natürlich. Aber die Wartezeit beträgt im Schnitt 2 Jahre. Wie ist das, als Pfleger jeden Tag mit Menschen zu arbeiten, die an der letzten Station ihres Lebens angekommen sind? Als Zivi fand ich es unvorstellbar, alte Menschen waschen zu müssen. In den nächsten Tagen will ich mich dieser Angst stellen. Die Nachrichten sind voll mit Geschichten über Pflegenotstand. Wer aber sind die Menschen dahinter, deren Job es ist, sich um hilfsbedürftige Senioren zu kümmern? Und wie hält man das aus? Der nächste Tag. Es ist 6:15. Gleich treffe ich die Pfleger aus der Frühschicht. Der Nachtdienst gibt an uns weiter, was in den letzten Stunden passiert ist. Es gab Probleme mit Frau Clement. Frau Voss war nichts und Frau Timm auch nicht. Saskias Teamleiterin und meine Chefin für den heutigen Tag. Genau, mit Frau Clement ging nicht so gut gestern, ne? Nee, ich habe sie noch nicht einmal versorgen können. Okay, guten Morgen. Hast du eine Idee, warum das bei Frau Clement so ist? Das ist wirklich tagesformabhängig. Ne? Wenn Raphael jetzt sagt, du hast sie jetzt noch gar nicht versorgen können, ne? noch überhaupt nicht in der Zeit, wo sie da, dann harmoniert das vielleicht einfach nicht. Das kann uns heute vielleicht auch treffen. Ne? Genau, das müssen wir dann schauen. Aber das haben wir schon auch öfter. Ja. Ja. Aber man lernt damit umzugehen. Eigentlich wollte Saskia Sozialpädagogik studieren. Die Ausbildung in St. Markus war nur als Überbrückung für einen Studienplatz gedacht. Inzwischen ist sie seit 14 Jahren hier. Guten Morgen, Frau Fieseler. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Ja? Ja. Hm. Ja, ich bin dick gerutscht und dann wurde ich einmal wach und dann habe ich gedacht, oh, wo bin ich denn? Ja. Wo bin ich denn? Hm. Aber ich war hier, in unserem Zuhause. Ja. Hm. Frau Fieseler, ich wollte Sie fragen, ob Sie Lust zum Duschen haben. Nochmal. Möchten Sie duschen? Nein. Nein? Nichts mit Duschen. Nichts mit Duschen. Scheiße. Okay. Soll ich Ihnen denn helfen beim Waschen? Ja. Ja? Kommen Sie mit mir ins Badezimmer? Ist Ihnen das warm genug? Ja. Gut. Können Sie den ausziehen? Erstmal nur den Pullover, Frau Fieseler, das reicht. Und was wollen Sie da waschen? Genau. Ein bisschen was frisch. Was wollen Sie da waschen? Ich möchte Ihnen helfen beim Waschen. Ich bin aber nicht schmutzig. Ich möchte anbehalten. Dann lassen Sie es an. Das ist kein Problem. Was soll das? Was soll das? Frau Fieseler, wenn Sie es an... Dann ziehen Sie es an wieder. Das ziehe ich wieder an? Ja. Soll ich noch ein Unterhemd raussuchen? Ja. Mache ich. Das mache ich. Thank you.
Ich habe die Versorgung jetzt sozusagen einmal so unterbrochen, ne? Weil sie hat sich, ich weiß, ne? Sie hat sich eben nicht von mir richtig versorgen lassen. Ja, ja, ne? Das ist genau deswegen. Und die Stimmung kippte ja auch so zwischendurch, ne? Erst ja und dann irgendwie von daher. Aber der Ton wird schon ganz schön scharf manchmal. Ja, ne? Genau. So, die kleine Lampe lassen wir immer an, weil sie dann meistens nach dem Frühstück auch von selber wieder ins Zimmer geht und dann ist das nicht ganz so dunkel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr das so macht, ehrlich gesagt. Ich hätte eher gedacht, dass es dann eher so, das ziehen wir jetzt einmal durch, so, dann haben wir das hinter uns. Von außen würde das jetzt wahrscheinlich so aussehen, als um Gottes Willen, ich habe diese Bewohnerin jetzt nicht versorgt. Ja, und sie geht jetzt ungewaschen, um es mal salopp zu sagen, zum Frühstück. Das ist häufig das Denken von Menschen, die mit der Pflege nichts zu tun haben. Ich kann, ne, also ich, weder Frau Fieseler noch mir selber ist geholfen damit, wenn ich jetzt etwas tue, was sie gar nicht möchte. Und letztendlich hat sie eine Entscheidung getroffen. Und auch wenn sie demenziell erkrankt ist, kann sie trotzdem eine Entscheidung treffen. Hast du denn das Gefühl, dass das irgendwie draußen manchmal irgendwie so falsch ankommt? Oder dass es da allgemein so ein Missverständnis irgendwie gibt? Ich glaube, dass zu viele negative Dinge gezeigt werden aus der Pflege und zu wenig Positives. Also wenn ich jetzt heute noch mal so alt wäre wie damals, als ich hier die Ausbildung angefangen habe und hätte das jetzt, diese Berichterstattung von heute gesehen. Würdest du nicht machen? Nein, würde ich nicht machen. 1, 2, 3. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen in weiten Bogen die Netze aus. Hör von fern, wie es singt. Oha, ich glaube, oder magst du einmal? Sie in die Eins? In die Eins, gute Frau? Eins. In die Eins, gut. Frau Ringhardt. Hallo, hallo. Oh. Elisa ist 16 Jahre alt. Sie macht seit 3 Monaten ein freiwilliges soziales Jahr im Pflegeheim. Na, musst du jetzt Essen aus? Das ist, ja, verzeihen, genau. Soll ich dir helfen dabei? Ja, du kannst das Lenkrad machen. Heute ist Elisa für die Mahlzeiten zuständig. Wer nicht im Aufenthaltsraum essen möchte, bekommt Zimmerservice. Sie kommen nach vorne, ne? Mittagessen. Ja. Ja, gut. Sie nimmt immer Apfelsaft. Ja. Kannst du hier rein tun? Wieso ist es hier so kalt? Fenster ist auch nicht auf. Wie bitte? Fenster ist nicht auf und die Heizung ist an. Bezahle ich hier nicht genug Miete oder was ist hier los? Und dann noch so eine blöde Antwort von Ihnen, da bin ich richtig sauer. Was möchten Sie essen? Die hat dich aber ganz schön angeschnauzt. Sie ist sehr ehrlich, sagen wir es so. Am besten einfach hier eine Salz drauf. Und bei ihr kein Messer, bloß kein Messer, sonst rastet sie aus. Gerne. Nee, Kartoffeln nehme ich ja niemals, das wissen Sie doch. Püriert möchten Sie haben. Salat war aber okay, ne? Salat ist gut, ja, das reicht. Gut. Keine Soße? Nein, sie möchte keine Soße. Okay. Guten Appetit. Was gibt es heute für Gemüse oder Salat? Salat, aber wir haben kaum noch Salat. Ach, ich möchte aber Salat. Der steht auf dem Plan. Wurde leider zu wenig gemacht. Ja, da müssen Sie ein bisschen nachmachen. Frau Gahn, möchten Sie ein bisschen Soße haben zum Fisch? Ja. Ja, verteilen Sie das weiter. Ich hätte gerne ein sauberes Glas. Ach so. Ja, Herr Schröder auch. Wir möchten Wasser trinken, nicht aus der Flasche. Ja, warum sind Sie eigentlich so schlecht gelaunt? Ich bin nicht schlecht gelaunt. Doch, sind Sie? Nein, bin ich überhaupt nicht. Ja, aber Sie sind die ganze Zeit ja hier nur... Ich finde es unmöglich, dass ich hier nicht mal einen Platz Salat kriege. Dass das einfach nicht vorhanden ist. Dass man sagt, wir haben nichts mehr. Finden Sie das okay? Sie möchten gerne ein Glas haben, ist das ja, richtig? Ich glaube, ja, das sollen Sie bekommen.
Bitte sehr. Bitte sehr. Darf ich Ihnen auch was eingießen? Mit oder ohne? Nein, das kann ich schon selbst. Ja. So viel Nörgelei, nur weil es einmal zu wenig Salat gibt? Guten Appetit, ne? Kannst du schon mal in die Küche bringen? Ich mach das nochmal hier. Vielleicht kommt die schlechte Laune ja woanders her. Boah, ich bin fix und fertig. Eieieiei. Deswegen mag ich den Wagen nicht machen, aber... Also mein Respekt, ne? Also ich hab gezittert, weil ich finde, wenn die dann auf einmal anfangen, alle ungemütlich zu werden, dann... Ja, weil wenn einer anfängt, werden die anderen mit eingegriffen, also die sagen, ja, stimmt, ja, so, aber mit Kritik muss man umgehen können, das können wir jetzt. Also Hut ab, dass du das in deinen jungen Jahren, dass du das jetzt schon so gut kannst. Ich glaube, ich könnte das nicht auf Dauer. Ich musste mich jetzt schon zusammenreißen, weil ich das so unfair fand. Naja, ein bisschen leid tun kann das einem dann ja auch, weil ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, dass das manchmal gar nicht so unbedingt, dass das ja gar nicht so persönlich gemeint ist. Das ist wahrscheinlich auch einfach auch Frust oder so, ne? Trotzdem nimmt man das persönlich, auch wenn es nicht einem eigentlich nicht angreifen soll. Ja. Weil man an dem Moment einfach dafür verantwortlich ist. Ja. Fällt dir das manchmal schwer? Kommt das manchmal? Was genau? Ja, das halt nicht persönlich zu nehmen. An den ersten Moment nehme ich das schon ein bisschen so persönlich. Ja. Auch wenn die sagen so, das ist nicht persönlich gemeint. Aber das hat auch mit meiner Eigenschaft oder Charakter zu tun. Ich bin schon ein sehr sensibler Mensch. So, ich bringe kurz den Wagen in den Keller. Ja. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Im Altenheim ist das nicht anders. Auch Unsympathen werden alt. Als Pfleger braucht man da Gelassenheit und starke Nerven. Nach dem Essen ist vor dem Essen. Mahlzeiten sind wichtige Ankerpunkte. Kann ich dich noch ein bisschen unterstützen, MB? Hast schon Kuchen ausgetragen? Kuchen hier ist soweit fertig. Mhm. Könntest vielleicht probieren, mal mit Frau Glewitzki dich zu unterhalten und sie ein wenig zu animieren? Ja. Sie sieht so aus, wenn sie auf eine Einladung wartet. Schmeckt Ihnen der Kuchen denn? Das freut mich übrigens sehr. Ich bin Martin. Mach ich gar nicht. Ach, ich hab schon gegessen. Dankeschön. Aber wollen Sie noch ein bisschen? Nee. Sie sollen probieren. Ich hab den schon probiert. Ich mag den sehr gerne. Das ist zu viel. Da ist ja fast gar nichts mehr drauf. Das nämlich. Ja? Geht das? Danke, dann kommen Sie. Ach nee, Sie sind auch so nett. Geht Sie auch? Ja, aber das ist so schön. Was ist schön? Ja, Sie sind auch schön. Geht Sie auch? Sieht gut aus. Dankeschön. Die sind sehr lieb. Das ist echt. Schade, dass das so schnell immer ausgeht. Was meinen Sie? Nicht. Was geht schnell aus? Ja, es geht immer so schnell um, was schön ist. Nicht? Haben Sie das auch? Ja. Ich auch. Das ist leider, glaube ich. Ist das so, ne? Das Schönste geht immer vorbei. Hm. Nicht? Naja, was soll's. Mein dritter Tag. Wieder Frühschicht. Diesmal mit Pfleger Rio. Ich bin noch nicht so geübt. Haben Sie ein bisschen Nachsicht mit mir? Geht das? Aua, aua! Entschuldigen Sie, Entschuldigung. Einmal zur Seite drehen, bitte. Einmal nach rechts. Ja. Rio muss jeden Tag bei den Bewohnern die Vorlage gegen Inkontinenz wechseln. Eine Art Windel für Erwachsene. Für ausführliche Gespräche bleibt selten Zeit. Heute früh stehen noch 8 Senioren auf der Versorgungsliste. Ich sehe sowas zum ersten Mal. Das hier ziehen? Mhm. Und dann, ja. Rausziehen? Nö, okay. Ist gut so. Ich drehe sie jetzt ein bisschen, dann kannst du Dings ziehen. Mhm. Ich muss ganz kurz raus. Ja? Ich bin gleich wieder da. Ja. Einmal zur Seite.
Heute ist mir vom Zusehen schon schlecht geworden und morgen soll ich die Vorlagen wechseln. Da muss ich jetzt wohl durch. Ich will ja schließlich auch, dass man mir hilft, wenn ich alt bin. In wenigen Tagen ist Silvester. Frau Schick ist noch in Weihnachtsstimmung. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schick. Schon sind aufgestanden heute. Und Weihnachtsmütze haben Sie schon. Mach ich gleich ab. Ja, am besten, ja. Ist vorbei. Heute ist 28. schon. So ist sie da. Ja. War das ihrs? Nee, das ist ihre. Die haben Sie aufgehabt. Soll ich die mal abnehmen? Ich leg die mal hin, ne? Die findet bestimmt noch einen neuen Besitzer. Frau Schick, wir sehen uns später, ne? Tschüss. Gerade war mir noch schlecht. Diese zufällige Begegnung fühlt sich an wie eine Belohnung. Dank Frau Schick bin ich wieder motiviert. Sind es diese liebevollen Begegnungen, die den Pflegern helfen, den Stress zu vergessen? Frau Metzner, möchten Sie heute ein Ei? Es gibt zwar. Bitte. Möchten Sie heute ein Ei? Ach ja. Okay. Kann ich weg, ne? Ja. Komm weg, ne? Ja. Hat's geschmeckt, Herr Schulte? Hat geschmeckt, ne? Soll ich das vorher noch irgendwie mal durchspülen oder kann das einfach so rein in dieses Endes? Ja, eigentlich kann das alles einfach rein und dann wird das so reingetan. Okay. War das schon immer so, dass du wusstest, dass du mit Menschen arbeiten möchtest? Schon mit 7 meinte ich, dass ich Krankenschwesterin werden möchte. Also eigentlich wollte ich Kinderpflege machen, weil ich halt selber Angst hatte, erstmal so zu Senioren näher zu kommen. Aber ich habe mich einfach so reinfallen lassen. Ich habe das jetzt ja so, ich bin ja schon auch jetzt mit so morgens die Pflege halt mitgemacht und so. Ich finde das schon noch gewöhnungsbedürftig. So. Ja. Mich ekelt das sozusagen nicht mal an. Klar habe ich auch Sachen, wo ich sage, oh. Aber ich mache es halt trotzdem. So, was man machen muss, muss man machen. So, man muss da durch. Also ich habe das Gefühl, dass es eher für den Bewohner ein bisschen unangenehm ist. So viele Bewohner, ich habe auch erlebt, dass mal ein Bewohner geweint hat, weil er halt daneben gemacht hat zum Beispiel. Das hat mir auch ein bisschen schon leid getan. Aber ich sage, nein, das ist nicht schlimm, passiert. Man muss den auch ein bisschen beruhigen. Aber was war denn so was für dich so die größte Überwindung gekostet hat? Also woran du dich wirklich gewöhnen musstest? Woran ich mich wirklich gewöhnen musste? Ja. Das war halt das Intime so. In der zweiten Woche oder so, als ich hier war, musste ich schon ein Zäpfchen geben. Und das war mir erstmal sehr so unangenehm. So. Weil ich weiß, das tut dem Bewohner auch ein bisschen weh, weil die zucken dann immer so zusammen. Also mir geht es da gar nicht in erster Linie jetzt um die Bewohner. Mir geht es halt eher so, ich könnte das emotional, glaube ich, nicht aushalten. Weil du hast ja die volle Vergänglichkeit jeden Tag vor Augen. Also mich würde das runterziehen auf Dauer. Und da frage ich mich, wie du dir das vorstellen kannst, das jetzt irgendwie dein Leben lang beruflich zu machen. So. Nach einer Zeit entwickelt man so eine gewisse Härte, so, weil emotional wirkt das schon auf jeden Fall auf einem, sag ich mal. Härte entwickeln klingt abgekühlt. Aber all das Leid mit nach Hause nehmen geht auch nicht. Abgrenzung ist für Pfleger Überlebensstrategie. Soll ich Sie kurz ein Stückchen schieben? Ja, bitte. Das ist Frau Gahn. Sie gehört zu den Bewohnern, die keine Demenz haben. Frau Gahn, kann ich Ihnen noch irgendwas bringen? Möchten Sie da was trinken oder so? Nee, etwas Spätwasser, das ja. Reicht mir. Wie lange sind Sie jetzt eigentlich schon hier, Frau Gahn? Ach, das weiß ich nicht. Nee. Ich hatte ja vor langer, langer Zeit so einen blöden Unfall, dass ich mir die Halswirbelsäule gebrochen habe. Ich bin nicht in der Lage, alleine aufzustehen und mal durchs Zimmer zu gehen. Es ist, wie es ist und ich muss sehen, wie ich durch dieses Leben komme, ob mir es gefällt oder nicht. Ich habe damals gesagt, hätten die mich bloß eine halbe Stunde später gefunden in der Wohnung, dann wäre ich tot gewesen. Ich müsste mich nicht so durchs Leben quälen. Thank you.
Frau Schick, soll ich Sie zu Bett bringen? Nee, ich gehe noch nicht zu Bett. Ich gehe erst ganz spät zu Bett. Ja. Ist gut gemeint. Ja. Frau Schick, wann kann ich Sie denn zum Bett bringen? Morgen früh. Morgen früh erst? Ja. Aber so lange kann ich doch gar nicht bleiben. Ja, das ist Ihre Schuld. Nicht meine. Tja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Gar nichts. Nach Hause gehen. Wir bringen Sie mal auf Ihr Zimmer, Frau Eckstein. Ach so. Ja? Ja, wenn das geht. Geht das gut, Frau Eckstein? Mhm. Haben Sie einen schönen Tag gehabt? Bitte? Haben Sie einen schönen Tag gehabt? Ach ja. Ich muss doch zufrieden sein. Ich will das T-Shirt einmal ausziehen. So langsam komme ich rein. Nach 5 Tagen als Pfleger sitzen die Grundhandgriffe schon viel besser. Ach super. Gute Nacht, Frau Eckstein. Sie sind auf jeden Fall die Letzte. Ja. Nur alle im Bett, ja. Wir haben alle zu Bett gebracht. Mhm. Sollen wir schon langsam losgehen? Nee. Kommen Sie mal mit. Wir können ja mal langsam losgehen. Soll ich Ihnen helfen? Ja. Wie mache ich das am besten? So? Wo ist mein Wagen? Ja, wir finden ihn gleich. Wir bringen Sie jetzt erstmal in Ihr Zimmer. Und einmal über den Kopf. Frau Schick, ich finde das schön, dass ich Sie zu Bett bringen durfte. Ne? Dann haben Sie eine gute Nacht. Bis morgen. Danke. Jo. Mein 6. Tag. Heute steht an, wovor ich mich immer gesträubt habe. Intimpflege. Alleine der Gedanke ist mir schon unangenehm. Reicht das? Ja. Frau Timm, können Sie einmal aufstehen? Ja? Mhm. So, das ist so richtig so. Ja. Also von hinten. Und kann sie auch halten, die ja? Vorlage. Ja. Okay. Und dann das hochziehen, ne? Dann ganz normal Hose hoch. Mhm. Geht das so, Frau Timm? Ja. Super. Irgendwie fiel mir das Vorlagenwechseln doch leichter als gedacht. Aber das ist nur ein Bruchteil des Pflegerjobs. Man braucht Geduld und Menschenliebe, muss sich abgrenzen können. So wie Saskia, Rio und die anderen. Der Job ist hart. Aber ich bin erstaunt, was für besondere Augenblicke ich bereits jetzt erleben durfte. Das motiviert mich. Hi. Morgen ist Silvester. Eigentlich der Tag, an dem man Altes zurücklässt und Neues beginnt. Aber auch, wenn man am Ende seines Lebens steht? 6:30 Uhr gehen wir nach Hause. Ah ja. Prost. Gibt es denn was Sie sich vorgenommen haben für 2019? Oder worauf Sie sich freuen? Ich hätte einen Wunsch fürs nächste Jahr. Aber der geht bestimmt nicht auf Knopfdruck in Erfüllung. Und nachhelfen kann ich nicht. Mögen Sie mir den sagen, den Wunsch? Einschlafen und nicht wieder aufwachen. Ja. Ich sag mal, ich bin nur noch ein unnützes Möbel in der Landschaft. Was Sie gerade sagen, ne, das ist so ein bisschen das, wovor ich halt am meisten halt Angst habe, dass ich das irgendwann denke, wenn ich später halt in ein gewisses Alter gekommen bin. Aber ich habe gehofft, dass das nicht der Fall ist. Naja, also bei mir ist es ja nur gekommen durch den Unfall. Ich bin ja noch mit über 80 meine 30 Kilometer gewandert. Ich habe eine Wandergruppe geführt und gemacht.
Also, ich bin kein Mensch, der zu Hause in einem Ofen gehockt hat. Ich geh mal gucken, ob ich jetzt noch mal irgendwo anpacken kann. Vorbereiten, ne? Die können bestimmt helfende Hände gut gebrauchen. Das glaube ich auch. Aber ich freue mich dann auch nachher. Ja. Feiern wir ein bisschen. Tschüss, bis nachher. Bis nachher, tschüss. Im Seniorenheim der Martha-Stiftung knallen bereits um 17.30 Uhr die Korken. Denn die wenigsten halten bis 0 Uhr durch. Frau Gravelay ist die Pflegedienstleiterin. Sie ist eine der wenigen, die heute arbeiten müssen. An Feiertagen ist die Belegschaft ausgedünnt. Saskia und die anderen haben heute frei. Es ist so gefühlt für mich so ein bisschen die letzte Station des Lebens. Und hier wird ins neue Jahr gefeiert. Da ist für mich irgendwie so. Ja, aber es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sind hierher gekommen und waren Mutterseelen allein zu Hause, weil sie im fünften Stock ohne Fahrstuhl oder irgendwie sowas gewohnt haben. Und für die ist das irgendwie fast nochmal ein richtig toller neuer Lebensabschnitt. Klar, irgendwie, wenn man hier einzieht, weiß man in der Regel, man wird nicht nochmal umziehen, sondern ja, genau. Man wird hier sterben. Ja, das stimmt. Ja. Glaubst du denn, dass es für, vielleicht für manche, die hier im Haus leben, auch das letzte Silvester ist eventuell? Stimmt. Es sind schon immer so um die 40 Menschen, die uns im Jahr verlassen. Und wenn solche Menschen sterben, die einfach einem selber auch weitergeholfen haben bei irgendeinem Weg, irgendeiner Krise, ist das furchtbar. Da heul ich heul Rotz und Wasser heute noch. Das heißt, also das Loslassen, das geht auch nicht so spurlos an einem vorüber? Oder? Also es ist kein Alltagsgeschäft. Also es ist nicht so, auch hier heute war wieder jemand, müssen das Zimmer neu belegen oder so. Müssen wir? Wir müssen das Zimmer neu belegen, ja, aber es ist immer noch Platz für Trauer. Mhm. Aber was jetzt zählt, ist der Moment. Und den wollen wir Pfleger für alle so schön wie möglich machen. Reicht, ne? Gerne. Wo bekommt's? Mit oder ohne Alkohol? Eierlikör. Sekt gibt's erstmal. Eierlikör. Wollen Sie auch Sekt? Eierlikör. Kein Sekt. Mit oder ohne? Eierlikör. Den habe ich gerade leider nicht. Nur Eierlikör. Nur Eierlikör. Da wird die Sau geschlachtet. Die Sau. Da wird die Wurst gemacht. Im schönen, herrlichen Holstein. Soll ich helfen? Nach den ersten Liedern geht einigen schon die Luft aus. Ich bringe Frau Schick auf ihr Zimmer. Geht das? Wir kommen von unten vom Essen? Ja, ich habe sie gerade hochgebracht. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das ging auch ganz schnell. Ach so. Ja. Wie habe ich denn viel gegessen? Na, sie hatten eine Handvoll Kartoffelsalat, ein Würstchen und eine Frikadelle. So, na ja, das lang, Diggi. Haben Sie sich für 2019 was vorgenommen? Nee. Nee, das kann immer noch kommen. Haben Sie nichts, worauf Sie sich irgendwie freuen, was Sie eine Freude bereiten könnte? Also Sie sollen. Ja, das ist alles nicht da. Das habe ich alles zu Hause. Ach, dann lassen wir das so. Auch ich werde irgendwann alt sein. Wenn ich mal ins Seniorenheim muss, wünsche ich mir Pfleger, die mich ernst nehmen und die Zeit haben zuzuhören, wenn keiner mehr da ist. Vielleicht wird mir das Altwerden dann leichter fallen. Können Sie noch sehen, ja, ne? Ich würde mir ganz gerne für das neue Jahr von Ihnen was wünschen. Und zwar, dass Sie Ihren Wunsch noch mal überdenken. Oh ja. Es ist nur ein Wunsch. Ich würde mir das sehr wünschen. Wirklich. In meinen 7 Tagen als Pfleger habe ich auch gelernt, mein jetziges Leben mehr zu schätzen. Dabei fällt mir ein, ich habe meine Mutter länger nicht gesprochen. Ich glaube, ich rufe sie mal an.